Seit Februar 2019 arbeite ich für Mennekes. Seitdem betreue ich die Abrechnungsdienstleistung für öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur. Da bin ich hauptsächlich für den Support tätig. Allerdings betreue ich auch Themen zur Produktweiterentwicklung und für das Marketing. Ich finde es ziemlich cool, ein Teil der Innovation Elektromobilität zu sein. In vielen Kundengesprächen leiste ich zum Teil noch Aufklärungsarbeit und bin froh, dass ich durch meine eigene Erfahrung und Begeisterung den Kunden weiterhelfen kann. Seit 2018 fahren wir unseren Plug-in-Hybrid, einen Golf GTE. Zunächst haben wir nur öffentlich geladen, weil wir keinen eigenen Stellplatz in der Stadt hatten. Seit Ende 2020 wohnen wir hier in unserem eigenen Haus und haben natürlich direkt eine Wallbox installiert. So kann ich rein elektrisch zur Arbeit und zurückfahren. Unsere persönliche Challenge ist es, im Sommer möglichst ohne Netzbezug unser ganzes Haus zu versorgen. Seit Mitte Juni haben wir ein rein elektrisches Fahrzeug dazu bekommen, ein Opel e-Corsa. Mit dem sind wir auch direkt an die Nordsee in den Urlaub gefahren. Da es keinen großen zeitlichen Unterschied gab, ist der rein elektrische Ersatz für den Plug-in-Hybrid schon im Plan. Ja, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, fahre ich halt immer mit vollem Akku und mit der vollen Reichweite zu Hause los. Also es ist sehr komfortabel und die Abrechnung funktioniert über den Export der Ladestatistik. Das heißt, den kann man monatlich oder quartalsweise, sage ich mal, beim Personalwesen einreichen. Ist ganz einfach und easy. Und zukünftig geht das über die Dienstleistung Mennekes Attivo. Da wird das Ganze vollautomatisch gemacht. Das heißt, ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, dass ich mein Geld zurückerstattet bekomme für die Energie, die ich zu Hause geladen habe. Ja, als Dozent für Schulungen und Seminare im Hause Mennekes betreue ich natürlich auch größere Kunden, die auch schon mal weiter weg sitzen, wie Hamburg, München, Berlin oder auch in Wien. Sag ich mal, diese Distanzen, die werden natürlich auch rein elektrisch gefahren. Das ist auch überhaupt kein Problem, weil die rein elektrischen Fahrzeuge haben eine Reichweite zwischen 300 und 500 Kilometern und das ist durchaus alltagstauglich. Selbst wenn ich an frühere Zeiten denke, wo ich noch mit dem Hybrid oder selbst mit dem Benzinverbrenner unterwegs war, da hat man nach 350 Autobahnkilometern dann auch mal eine Pause gemacht. Und heute nutze ich diese Pause dann halt zum Laden für mein Elektrofahrzeug. Und ganz wichtig ist mir, dass ich durch die rein elektrische Fahrweise auch zur Energiewende beitrage, dass ich also wirklich alle Kilometer rein elektrisch zurücklege und ganz wichtig natürlich mit Ökostrom. Ich bin seit 2009 bei Mennekes und habe somit die Elektromobilität von Anfang an miterleben dürfen. Ich arbeite im Bereich Schulung als Trainer für Elektromobilität. Wir schulen Großhandelsmitarbeiter und Elektrofachkräfte im Umgang mit den Produkten von Mennekes und führen sie so an die Elektromobilität heran. Als einer der ersten durfte ich schon 2014 ein Elektrofahrzeug als Dienstfahrzeug fahren. Den Weg zur Arbeit und wieder heim fahre ich voll elektrisch, sodass es durchaus vorkommen kann, dass ich mit 30 Liter Superbenzin 2000 Kilometer fahre, bevor ich wieder tanken muss. Jetzt ist die Zeit reif für ein reines Elektrofahrzeug und darauf freue ich mich sehr. In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und setze mich natürlich auch für die Natur ein. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich ein Elektroauto fahre. Mit dem fahre ich nicht nur zur Arbeit, sondern auch in den Urlaub. Die Verbreitung der Elektromobilität schreitet voran. Ich finde es gut, dass es schon so viele Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu sehen gibt und dass man schon an so vielen Stellen laden kann. So wie hier auf dem Wanderparkplatz. Alles der Natur zuliebe.